guck ihn dir an. Guck dir dieses Spastikind an. Spastikind, habe ich schon ewig nicht mehr gesagt. Das ist so ein ganz, ganz altertümlicher Terminus. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Runde Cheater-Klatschen hier in CSGO. Ich bin leicht erkältet, wie man vielleicht hören kann. Wobei ich sagen muss, dass meine Stimme sogar noch geht. Meine Nase ist da eher so betroffen von dieser Erkältung. Guck mal, er schießt da so ein bisschen auf Verdacht in die Smoke rein. Schaut mal, wie er da runter guckt. Also, ich will am Anfang jetzt nicht direkt wieder hier was reinkloppen, sondern erstmal abwarten, ob er vielleicht noch was Unverdächtiges macht. So, guck mal, wie er da schon... Er weiß, dass da einer steht, direkt vor Alang. Er weiß immer noch, dass er da steht, deswegen geht er gerade so zögerlich, eklig hin, wobei er sich jetzt da wieder ein bisschen auf die Socken machen kann, weil da ist er jetzt nicht mehr in der Ecke. Also er weiß genau, wo der Gegner steht. Das war jetzt in dieser ersten Runde schon sehr offensichtlich, aber wir gucken mal, ob er nicht noch mehr hat. Wer weiß. Jetzt passt genau auf. Also von Shot kommt jemand. Und der ist tot. Der ist ausgemacht oder ist er behindert? Also Mitte unten steht einer. Der hat da schon mal direkt schön die Fresse poliert, aber das ging doch in Ordnung. Was den Wallhack angeht, der scheint jetzt sofort zu schwinden. Aber die erste Runde war schon extrem auffällig. Guck mal. Ah, den hat aber ganz stark erwartet, den Kerl. Alles klar, Suspekt. Also, Wallhack bekommt er auf jeden Fall. Den hat er einfach zu erwartend erwartet. Von Short kommen zwei, von dort kommt jetzt gleich einer. Okay. Er duckt sich dann noch so zum Kill hin. Das wirkt dann irgendwie merkwürdig, aber kann er machen, wie er will. Die CTs haben die Bombe jetzt auf Short. Und, oh, eben sind seine beiden Mates gestorben durch einen Schuss. Collateral. Also, sie sind beide noch auf Short drauf. Ich denke, er klatscht jetzt den ersten. Ach, mal gucken, was er jetzt macht. Mit das. Guck mal. Hast du gesehen? Also, ich, da ist jemand auf jeden Fall mit einem Wahlhack unterwegs. Oder gibt es nochmal so ein extra Hack, womit man eben nur durch Smoke sehen kann? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber falls doch, zählt es also trotzdem in Vision Assist mit hinein. Also, egal, ob es jetzt Wallhack oder eben Smokehack ist, ist ja völlig wurscht. Wisst ihr noch nach diesem einen Update, wo man durch die Smokes durchgucken konnte? Das war ein bisschen krass. Da habe ich Schiss gehabt, dass ich irgendwie gebannt werde. Er weiß genau, dass er da steht. Er ist so oder so gebannt, wegen seinem Wallhack, ganz klar. Der ist weg vom Fenster, der Kerl. Von Alang könnte jetzt gleich noch einer kommen, da ist ja auch die Bombe down. Und da kommt er auch schon. Pass mal auf, was er jetzt hier macht. Er aimt wahrscheinlich durchgehend dahin, bis er eben ins Fadenkreuz reinläuft. 3, 2, 1. Das wirkt dann so unbedarft, wie er das spielt. Also ganz merkwürdig, als hätte er eben doch keinen Wallhack. Wahrscheinlich unterstreichen diese Spielaktionen einfach nur, wie schlecht er in Wirklichkeit ist und wie sehr er diesen Hack braucht, um überhaupt irgendwas machen zu können. Er scheint einfach sehr stark alles abheben zu wollen, aber es wirkt halt fast schon übertrieben. Höchstwahrscheinlich einfach nur, um eben seinen Wallhack zu kaschieren, aber nicht mit uns. Ich muss echt sagen, Leute, der Stream heute, es ist jetzt gerade Dienstagnacht auf Mittwoch, war der verschissene Hammer. Richtig, richtig geil. Mir ist nach dem Stream eingefallen, fuck, ich habe noch nichts für Mittwoch. Und ja, jetzt mache ich noch was. The show must go on, scheißegal, ob krank oder nicht, meine Stimme ist ja noch da. Erst wenn meine Stimme wirklich richtig verschwinden würde, ich glaube, dann wird's schwierig. Oh Gott, guck mal, er geht es ein, ne? Er geht dieses Wagnis ein. Ah, die sind zu zweit noch. Okay. Hat sich erledigt. Ich dachte, er wäre allein. Erst wenn meine Stimme komplett weg ist, wird es schwierig mit den Videos. Aber ich will, auch wenn ich krank bin, trotzdem gucken, dass ich jeden Tag ein Video bringe. Solange es eben körperlich noch möglich ist. Und das ist auf jeden Fall noch möglich. Ich habe mir jetzt vorher noch eine Schmerztablette reingepfiffen und jetzt läuft der Hass. Stecht. Achtung. Bam! Oh Gott, es war fast schon zu spät. Gestern war diese Phase mit diesen ganz ekligen Halsschmerzen. Man merkt ja irgendwann, dass man krank wird, wenn man schluckt und es fühlt sich so eklig an. Oh, guck mal, wie er den da hinten auch schon erwartet. Und irgendwann tut es sau weh. So richtig. Du willst gar nichts mehr trinken, weil es so weh tut beim Schlucken. Diese Phase war gestern. Die ist jetzt heute komplett verschwunden. Jetzt kitzelt es so eklig. Aber ich hoffe, dass sich da nicht mehr entwickelt. Ich war schon seit über einem Jahr nicht mehr richtig krank. Also vielleicht so ein bisschen mit Schnupfen oder mal hier so alles zu. Aber nie so richtig dieses Plattliegen. Man kann nicht mehr sprechen, Nase läuft und sowas. Habe ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr gehabt. Und ich will es auch nicht haben. Ich sage meinem Körper einfach immer, nein, es geht nicht jetzt. Du bist jetzt nicht krank. Du bist so. Und dann ist man auch nicht krank. Verstehst du? Was macht er mit dem da rechts? Aha, durch die Smoke. Und dann der Pisser. Guck ihn dir an. Guck dir dieses Spastikind an. Spastikind, habe ich schon ewig nicht mehr gesagt. Das ist so ein ganz, ganz altertümlicher Terminus. Letztes Mal als kleines Hans-Wurst-Kind gesagt. Und jetzt bin ich ein großes Hans-Wurst-Kind. Ach ja, ich hätte gerne mal wieder so richtig... Wow, fliegt hier einfach alles um. Ich hätte gerne wieder so einen richtigen Hardcore-Cheater. Wisst ihr, so ein Spinbotter oder so. Wobei ich schon echt recht zufrieden mit unserer Ausbeute bin. Also wir haben eigentlich zu jedem Overwatch einen Cheater. Ganz, ganz selten, dass da jetzt noch Unschuldige dabei sind. Vielleicht bekomme ich jetzt einfach die krasseren Fälle zugeteilt. Die Leute, die noch stärker reported werden oder wurden. Wir haben da auch schon drüber gesprochen, was das heißt für die Counter-Strike-Gesellschaft. Ob es jetzt gut ist, dass viele Leute wirklich vorgeführt werden im Overwatch, die tatsächlich cheaten. Oder ob es nicht besser wäre, wenn es tatsächlich einfach nur Leute wären, die falsch reported wurden. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Beides nicht so gut. Am liebsten gar keine Cheater und keine Fehlreports, ne? Aber man ist halt nicht unfehlbar so als Mensch. Achtung! Guck mal. Achtung. Na? Du kleiner verschissener Bastard, was machst du jetzt? Er wird geflasht, ich weiß es nicht.
Oh Mann. Was macht er mit dem Onslaught? Wahrscheinlich durch die Kiste hat er den. Von hinten kommt gleich einer. Oh, die sind nur zu zweit gegen vier. Aber er weiß genau, wo er sitzt. Ja, und da war's rum. Also auf jeden Fall Vision Assist, weil diese Sachen, die er da getrieben hat, vor allem in der ersten und ich glaube dritten Runde, das geht gar nicht. Beim Rest will ich mal jetzt nichts gesehen haben, sonst hat er eigentlich ganz clean gespielt. Ich wollte einfach noch mal Danke sagen für den geilen Stream heute wieder, ja. Es war richtig, richtig schick. Ich dachte, shit, ich bin krank. Ich habe mich auch erstmal vollgepumpt mit Schmerztabletten und so und dachte mir, so, ich ziehe das jetzt durch, einfach nur, damit ihr was habt trotzdem. Aber es war herrlich, es war richtig schön. Es hat richtig Spaß gemacht, es war gemütlich. Wir haben vor uns hingeschniedelt. Heute kamen wieder sehr, sehr viele Follower rein und auch einige Spenden. Vielen Dank dafür. Also das war echt schön. Und das letzte Top 10 Video hat ultra die Daumen reingekloppt bekommen. Leute, ich habe ja schon erwähnt, diese Top 10 Skin Videos rücken langsam auf. Im Moment sind, glaube ich, die Overwatch Videos die besten. Wir sehen es ja hier bei dem, wie das so aussieht mit Daumen, Kommentaren und Aufrufen. Danach kommen die Matchmakings, dann die Top 10 Videos. Doom Doodle Challenge muss ich jetzt endlich mal, da muss ich jetzt mal nachrücken und das Ding machen. Ich habe die Zitrone hier am Start. Die ist so bei den Top 10 Videos eingereiht oder zwischen Top 10 und Matchmaking und ganz unten im Moment Resident Evil. Klar, ist ja auch Horror. Viele haben ja auch Angst, ne? Deswegen schauen sie nicht. Random Games habe ich schon länger nicht mehr gemacht, aber da werden jetzt wieder viele kommen. Ich habe noch einige Videos, die ich nur noch schnibbeln muss, damit die online gehen. Also, ja. Wisst ihr was? Wer bis jetzt noch zugehört hat, bekommt dieses Sealed Gravity Wings Graffiti. Ihr müsst einfach nur am Ende eures Kommentars, egal was ihr geschrieben habt, das letzte Wort muss Play sein. P-L-A-Y. Klein oder groß, mir egal. Play. Und ich schaue da einfach, wer das zuallererst geschrieben hat und der bekommt das Teil. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.